nicht der Rede wert. Von jetzt an bist du mein Mann. Ich vertraue dir voll und ganz. Oh, danke, Winnie. Jetzt kann ich endlich diesen Privatkäufer loswerden. Zeit, ein Treffen anzusetzen. Ich melde mich dann bei dir. Jetzt muss ich dir nur noch zu Rex Fury folgen. Was soll dabei schon schief gehen? Herzlich willkommen zurück zu Lego City Undercover. Ich hab dir doch auch vertraut, Chase. Vertraust du mir nicht? Bitte, ich bin... Ich weiß, dass du mich von der Polizei beschatten lässt. Tatsächlich? Ich habe damit nichts zu tun. Tut mir leid, Natalia, aber ich muss los. Jetzt tu nicht so scheinheilig, Chase. Ich bin im Krankenhaus und werde von der anderen Straßenseite beobachtet. Wie sehen die denn aus? Echt schick angezogen für Polizisten. Schwarze Anzüge. Stehen vor einem dunklen Lieferwagen ohne Kennzeichen und einer Limousine. Das sind keine Polizisten, oder? Ich glaube kaum. Und jetzt kommen sie zum Krankenhaus rüber. Chase? Ja? Hilfe! Natalia? Natalia! Echt? Schon wieder? Gut, ein kurzer Cut. Mein Hund war gerade nicht im Zimmer. Im letzten Part haben wir das Feuerverbot geklaut, was Winnie haben wollte. Was wir ihnen ja auch eben gerade übergeben haben. Radhockele oder Brett. Tja, Natalia ist ja schon wieder in Gefahr. Sie ist schlimmer als Peach. Wo ist das Boot hin? Kann jetzt ein bisschen dauern. Ich könnte ja nicht an, dass das Boot wegspawnt. Einfach so.
geile Karre. Zumindest war es mal eine geile Karre, bis ich die geschrottet habe. Was für ein Feuerwehrmann. Nur Geld drinne? Das glaube ich doch nicht. Na, wenn da nichts weiteres ist. Gut, Natalia, ich komme dir zur Hilfe. Die sind ja schon drin im Krankenhaus. Eieiei, das Ganze wird ja immer schlimmer. Ach du Scheiße, die sind das Krankenhaus an. Aber ja schon, Natalia. Aber so schick angezogen sind die jetzt wiederum auch nicht. Vielleicht sind das ja Leute von Rex Fury. Kann ja sein. Gut gemacht, Chase. Ernsthaft? Ist das was, wenn ich die runterschmeiße? Kommt dann auch wieder geile Sprüche wie bei dieser einen Mission, wo ich Frau Speckwell befreien musste? Nö. Die stellen wir noch nicht mal. Irgendwie muss ich diesen Generator ausschalten.
Das war sowas wie ein Wartezimmer. Ach, wirklich? Ich kann da nicht hochklettern. Aber dorthin kann ich klettern. Herr Tanner, können Sie auch etwas gedulden. Ganz ehrlich. Ellie, ich bräuchte mal wieder deine Hilfe. Was gibt's denn dieses Mal? Ist noch irgendwo eine Zeugenschutzwohnung frei? Ein paar Typen sind hinter Natalia her und sie ist zu Hause nicht sicher. Die Zeugenschutzwohnungen sind alle belegt. Chans Leute hocken da drin und verpfeifen sich gegenseitig. Aber wenn sie nichts gegen Couchsurfing hat, könnte sie bei mir unterkommen. Ist das sicher? Ja, ich habe einen großen Hund. Aber sie ist so träge, dass er nur Leute mit Hundeallergie fernhält. Besser als sich eine Wohnung mit einem von Chans Leuten zu teilen. Danke, Ellie. Kein Problem, ich mache mich auf den Weg. Brauchst du Unterstützung? Keine Zeit, ich krieg das hin. Ellie Phillips hat einen Hund. What the fuck? Nein. Ah, ich hoffe, man kommt trotzdem noch irgendwie da hoch. Na, komm schon. Die Entwickler sind ja nicht dumm. Zumindest meistens sind die nicht dumm. Eindeutig von Super Mario abgeschaut. Nein! Ach. Ja klar. Als ob er so einen Fall überleben kann. Na gut, das ist eine Lego-Figur. Oh, wir sind ja in einem Videospiel. Tschüss und bricht dir das Genick. Tschüss. Du hast nicht geduscht. Du hast nicht die Zähne geputzt. Und du hast das Sandmännchen nicht geguckt. Da kommt mir eine Frage auf. Habt ihr eigentlich früher das Sandmännchen geguckt? Also ich ja. Aber auch wirklich früher. Mit 5 habe ich wieder aufgehört, Sandmännchen zu gucken. Nutella Kowalski. Tschüss. Da ist was für den Astronauten. Aber ich komme da nicht hoch.
Lol. Ich glaube, das war kein Sarkasmus-Chase. Sarkasmus ist, wenn man etwas sagt, aber es nicht ernst meint. Hey! Okay, dann hoffen wir mal, dass dieses Huhn uns beide tragen kann. Soll das heißen, ich bin fett? Klar doch, das ist der perfekte Moment, um über dein Gewicht zu reden. Wo ist der Rettungshubschrauber? Auf der Fett ist er nicht da. Natürlich, ein Hubschrauber. War ja klar. Immer wenn ich Papierkram dabei habe, fliegt er ins Gebäude und bläst mir die Seiten aus der Hand. Und wenn ich dann mal von komischen Gestalten verfolgt werde, fehlt jede Spur von ihm. Also, wie Pech kann man haben, das ist ja leer. Bleib zurück, ich kümmere mich um die. Ja, das wird wohl das Beste sein. Das Beste wird sein, jetzt einen Hubschrauber zu bestellen. Du kannst einen Hubschrauber fliegen? Finden wir es raus. Du kannst ja Hoffnung machen, Chase. Wer waren diese Leute? Keine Ahnung. Sehen nicht aus wie Chance oder wie die Papalados-Typen. Die Handlanger von Rex sehen sie erst recht nicht aus. Die tragen ihre Anzüge doch nur im Gerichtssaal. Sind das die Kerle, die meinen Dad entführt haben, Chase? Könnte sein. Aber ich dachte, Rex würde dahinter stecken. Was ist dein Dad vom Beruf? Er ist Professor und hat einige Jahre auf der Apollo-Insel gearbeitet. Die letzten Monate war er in ein privates Forschungsprojekt eingebunden. Und? Mehr weiß ich nicht. Aber er hat seine Witte immer abgeschlossen, wegen einer wertvollen Steine, mit denen er da arbeitet. Was geht hier vor, Chase? Ich bin mir nicht ganz sicher. Chan und Winnie haben für Rex gearbeitet. Und diese anderen Typen? Vielleicht arbeitet Rex für sie. Ich werde es rausfinden. Ich setze dich erstmal bei einer Freundin ab. Ihr Name ist Ellie. Bei ihr solltest du sicher sein. Vielen Dank, Chase. Hä? Hast du da etwa gerade was Nettes zu mir gesagt? Übertreib nicht. Gut, hab dich ja nur gerettet. Ich will mal den Helikopter ausschalten. Ich weiß, dass du mich nur beschützen wolltest. Aber ich war einfach in Sorge um meinen Dad. Und ich weiß auch, dass du während der Verhaftung meine Identität nicht preisgeben wolltest. Oh, okay. Warum warst du dann so aufgebracht? Na, es war eben einfach total unfair. Ich habe dir damals bedingungslos vertraut. Ich habe vielleicht sogar etwas für dich erfunden. Aber als du dann einfach so verschwunden bist... Empfunden? Sei still. Und hast du vielleicht Lust, mit mir ins Kino zu gehen? Irgendwie bist du ja süß, Chase. Aber du bist mit deiner Arbeit verheiratet. Und verheiratete Männer sind tabu. Auf einen Kaffee? Finde einfach meinen Dad, Chase. Tee? Ein Plätzchen. Eiscreme. Eiscreme? Du willst treffen mit Rex. Oh Mann, bitte seid noch in der Eiscreme. Da steht ja schon Ellie. Kapitel 11. Ein denkwürdiges Wiedersehen. Neue Superbauten.
Rätsel gelöscht. 1 von 17. Okay, dann bis zum nächsten Part von Lego City Undercover. Im nächsten Part treffen sich also Blumentöpfe gegossen. Viel Spaß. Im nächsten Part treffen sich anscheinend Winnie und Rex. Mal sehen, wie es ausgehen wird. Denn Winnie kann Rex nicht leiden. Naja. Bis zum nächsten Part von Lego City Undercover. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Bis dann und ciao. Lukas Moore.